Aloha, liebe Freunde, in der letzten Folge haben wir es raus aus dieser Ruine geschafft. Und wir befinden uns irgendwo in einer Schlucht, aus der wir jetzt auch noch entkommen müssen. Und unser Weg führt uns nur nach geradeaus weiter. Zu einer nächsten Ruine, wie es ausschaut. Oh, guck mal hier. Hier sind Menschen. Ah, da ist auch jemand. Da steht er ja auch. Bist du eine Kuh? Ziemlich hässliche Kuh. Aber cool. Und wer seid ihr? Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Was führt euch in diese Gegend, Mace? Das geht euch überhaupt nichts an, oder? Das ist eine lange Geschichte. Wo bin ich überhaupt und wer seid ihr? Ja, ich glaube, das ist besser. Wer ich bin? Finn Daliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ich... So, alles dicht. Zumindest für die Nacht sollten wir... Moment. Wer ist das? Nur ein Abenteurer auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge, also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieser Kerl nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Ach, und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carbus? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Okay. Unglaublich. Alter, Carbus, der scheint ein... Ich präsentiere Carbus, wie er leibt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach dem Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Was? Hast du was gegen meine wunderschönen Augen? Was ihr habt... Was soll mit meinen Augen sein? Ja, was genau macht ihr eigentlich hier? In Ordnung, danke für die Hilfe. Nein, was soll denn mit meinen Augen sein? Ich, ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Okay. Und was genau macht ihr eigentlich hier? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Okay, habt ihr irgendwas zum Tauschen da? Ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht hab ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Okay... Ah, hier ist mein Baum. Die alte Robe brauche ich eigentlich nicht mehr. Hier irgendwas. Ne, die Spitzhacke behalte ich natürlich. Den Bogen behalte ich auch vorerst. Tränke Ambrosia muss ich ja behalten, weil das ja das Kanistenfieber senkt. Die Gesundheitstränke behalte ich auch. Der Mana-Trank, der kann eigentlich weg. Sehr schön. Finn hat 99 Gold, ich 33. Okay. Rolle der Wohltat, die behalte ich auf jeden Fall auch. Das Essen behalte ich auch erstmal. Das Zeug sowieso. Die Zauberbücher wollte ich ja noch verkaufen, weil die brauche ich ja nicht wirklich. Lebensabsorption. Ach. Ui, das schlimmert Arkanistenfieber. Das ist ja krass. Dann brauche ich das recht nicht. Und das will ich ja noch lesen, also behalte ich das erstmal. Und hier, die alten Kristallmünzen können, glaube ich, weg. Amethyst kann weg. Den Bauplan behalte ich vorerst. Die Einzelteile auch. Das sieht nämlich aus
Bias könnte ich das gebrauchen. Eisenerz sowieso. Kohle ist Werkzeug. Schaufel ist diverses. Ich behalte das erstmal alles. Na, zerstörte wo kommen die zerstörten Bücher her? Ach, die habe ich wahrscheinlich mit aufgesammelt, als ich in dieser komischen Ruine war. In Ordnung, danke für die Hilfe. Wissen. Könnt ihr mir noch etwas über diese Gegend erzählen? Was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Tja, und viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen, zumindest meinerseits nicht. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen, die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Okay, verstehe. Und es gibt Orte, für die ein Abenteurer von Interesse sein könnte? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Und die große Ruine im Süden dahinter. Okay, danke. Oh, nochmal Wissen. Ihr meintet vorhin, ihr wärt eures Vaters Apothekarius. Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Mein Pfad ist... Naja, mein Pfad eben. Meine mir von Malfas auserkorene Rolle, eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Von Malfas auserkorene Rolle? Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Und daneben gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen. Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen. Aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem nächst niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist, als die Götter? Interessanter Gedanke. Leider keiner, den ich erdacht habe. In Ordnung, danke für deine Hilfe. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Alles klar, haust da rein. Carboss, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Siehe da, wir haben Füchse gefunden. Also nein. Oh, was ist denn? Was geht denn jetzt ab? Okay, ich habe scheinbar Fieber. Also krank. Dann sprechen wir den guten Finn mal wieder an. Beim rechten Weg, was ist denn mit euch passiert? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ja, ich habe plötzlich so ein Fieber. Habt ihr vielleicht was dagegen? Fieber? Das kann vieles sein. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe da noch etwas Kümmerwurz übrig. Das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Okay. Was? Jetzt brauen wir auch noch für Wildfremde irgendwelche Tränke? Wir haben keine Hose an, wir brauchen keine Hose. Wenn Wildfremden kurz vor dem Fiebertod stehen, dann schon. Ja, wir haben da mal so an den Eid geschworen. Erinnerst du dich? Den Gebrochenen helfen, den... Mach einfach, was du willst. Keine Bange, wehrt dich. So, Kümmerwurz. Ah, hier. Oh, ach, hier ist Finn. Wollte schon sagen, wo steckt er denn? So, Scherkappe. Ein bisschen Wasser. Na bitte, fertig. Ich gebe euch jetzt erstmal... Scheiße, Finn, der Destillator! Das wäre es doch, oder? Finn! Trumpf, Finn hat mich getroffen! Blut doch, was verdammt sonst! Was geht denn jetzt ab?
Okay, krass. Das scheint wohl gerade eine Art Mission gewesen zu sein. Verdammt nochmal, Finn! Kriegst du eigentlich auch irgendwas hin, ohne dass ich dir ständig auf die Finger schauen muss? Das hätte verdammt nochmal übel ausgehen können. Tut mir leid, in Ordnung. Wir besorgen uns in Ark einfach wieder einen neuen. Will ich auch hoffen. Scheiße, das ist doch... Verdammte. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Okay, Flasche entkorken und trinken. Da bitte, ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Alles klar. Danke, aber was zum Henker war das eben? Das mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Aber diese Explosion, diese Stimmen, das waren doch eure... Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Das wäre es doch, oder? Finn Daliris starb 8234. Todesursache? Explodierender Destillator. Sehr, sehr lustig. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was war das? Was war was? Komisch. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Oh, Scheiße! Ah. Was zum... Garbus! Oh, fuck. Die, genau in den Hals, ey. Die haben mich getroffen, Phil! Die Schweine haben mich getroffen! Ah. Ihr habt Garbus getötet, ihr Schweine! Garbus, ich... Tut doch was, verdammt nochmal! Tut etwas sonst! Ah. Das war eine Explosion. Beendet. Oh mein Gott. Kaum haben wir ein paar nette Freunde gefunden, schon sind sie wieder tot. Ich glaube, das ereilt alle, die wir kennenlernen. Erst unsere Familie, dann der Sirius und jetzt die Apothekari. Ja, tät mir stinken. Sieh mal einer an. Unser mysteriöser Überlebender ist wach. Was? Was? Wo bin ich und wer seid ihr? Jesper Mitumialdalvarek. Kurz Jesper. Ihr seid hier in meinem Lager. Und bevor ihr fragt, ja, die Banditen haben die beiden Apothekarii getötet. Ihr habt nur überlebt, weil die Wucht der Explosion euch ins Dickicht geschleudert hat. Die meisten Verletzungen sind nur oberflächlich und ich habe mich darum gekümmert. Euer Fieber ist da schon eine ganz andere Geschichte. Mein Fieber? Was wisst ihr darüber? Woher wisst ihr das so genau? Wart ihr bei dem Angriff dabei? Ich war in der Nähe. Und nein, ich habe nicht eingegriffen. Aus zwei Gründen. Nummer eins, die Banditen waren gnadenlos in der Überzahl. Nummer zwei, ich pflege eine glückliche Beziehung zu meinen Innereien. Klingt vernünftig. Ich wünschte, ich hätte eine heldenhaftere Antwort parat, aber die habe ich nicht. Verzeiht mir. Mein Fieber, was wisst ihr überhaupt darüber? Einiges. Ihr leidet an Arkanistenfieber erster Klasse. Wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht erkannt hat. Seit kurzem könnt ihr Dinge tun, die ihr früher nur aus Bardenliedern kanntet, richtig? Ihr fühlt euch ungewöhnlich stark, aber gleichzeitig schwummrig und benommen. Und das Trinken von Kräuterextrakten hinterlässt einen bitteren Nachklang in eurem Kopf. Ja, dann hängt das Fieber mit der Tatsache, doch dass ich plötzlich diese Dinge tun kann, zusammen. Ja, eure Magiebegabung ist in euch ausgebrochen. Ich habe zwar selbst keine, aber mit genügend Arkanisten zusammengearbeitet, um das zu wissen. Was genau in euch passiert, ist, dass euer Körper nicht mit der Magie umgehen kann. Das ist an sich erstmal harmlos, von ein paar Schwindelanfällen und Kopfschmerzen abgesehen. Unternehmt ihr aber nichts dagegen und wartet noch ein paar Monate, werdet ihr nackt und schreiend durch das Herzland rennen und Feuerbälle auf alles schleudern, was sich bewegt. Ihr werdet den Verstand verlieren, um klares Inal zu sprechen. Klingt aber lustig. Aber das Fieber lässt sich behandeln, oder? Ja, natürlich. Auch wenn ihr auf bestimmte Situationen immer anders reagieren werdet als Magieunbegabte. Gewisse Kräuter werden es beispielsweise verstärken oder Albträume.
Aber das kann euch ein Arkanist besser erklären als ich. Und also verschlimmert sich das Fieber, wenn ich was Tränke trinke, schlecht schlafe? Unter anderem, ja. So mächtig eine Magiebegabung macht, so anfällig und feinfühlig macht sie auch für gewisse Dinge. Achtet einfach darauf, dass ihr nicht in irgendwelchen Ruinen schlaft, sondern in Lagern oder Tavernen. Und übertreibt es nicht mit magischen Tränken. Okay, das klingt ja schon mal gut. Oh, Wissen, 3 von 30. Okay, cool. Und 50 Erfahrungspunkte gibt das? Alles klar, wir werden alles wissen, was es Wissen gibt. Das schwöre ich. Was passiert, wenn ich unvorsichtig bin? Wie wirkt sich das Fieber auf mich aus? Unterschiedlich, je nachdem, wie schlimm es ist. Erst nur gelegentliche Kopfschmerzen, wie ihr sie vorhin schon hattet, dann verschwommene Sicht und irgendwann akutes Sterben. Ui. Das Fieber kann mich töten? Ja. Alles hat seinen Preis, wie der weise Eremit so schön sagt. Und wie kann ich mein Fieber behandeln? Kümmerwurzextrakt? Was? Nein, das nützt euch auf Dauer gar nichts. Ihr braucht Ambrosia. Das ist die einzige Kräutermischung, die dem Fieber ohne große Nebenwirkungen beikommen kann. Die findet ihr auch in jedem besseren Alchemieladen. Allerdings kostet sie auch ordentlich was. Und was hat es mit diesen Visionen auf sich? Visionen? So würde ich es zumindest nennen. Ich habe Vorahnung von dem, was passiert. Hängt das auch mit den Arkanistenfieber zusammen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen hängen in der Regel mit einer guten Pfeife Friedenskraut zusammen. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Jemand muss sich eures Fiebers annehmen und das schnell. Und ich kenne jemanden. Aber im Gegenzug möchte ich alles wissen. Wie kommt ihr hierher? Was hattet ihr in diesem Tempel zu suchen? Und was habt ihr in diesen Visionen gesehen? Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie umgibt euch etwas Seltsames. Und das macht mich neugierig. Also, Heilung gegen Informationen. Was sagt ihr? Ich sage, einverstanden. Dann erzählt mal. Ich bin gespannt. Also, erst war da das und dann dies und jenes und dann blablabla und dann der Hüftschwung und nun der Beckenstoß. Verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Das heißt, ihr habt irgendwie diese Hinrichtung überlebt und bevor ihr am Strand angespült worden seid, hattet ihr einen, was? Einen Traum, in dem ihr lauter verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Ja, aber es war kein gewöhnlicher Traum, mehr eine Erinnerung. Dieser Tempel war genau dasselbe wie in den Tal, versteht ihr? Ich hoffe es. Und dann kam euer Magieausbruch auch nicht schleichend, sondern urplötzlich nach dieser Nahtoderfahrung, mitsamt den Visionen. Richtig. Interessant. Ihr wisst vermutlich, wie verrückt eure Geschichte klingt, aber irgendwie glaube ich euch. Weiß der Henker warum, aber ich tue es. Das heißt, ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Allerdings gibt es da noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Je schneller wir das erledigt haben, desto schneller sind wir dann auch in Ark. Was genau ist Ark? Ark? Die Hauptstadt des Landes. Die Mauern turmhoch aus silbernem Stein, so ruhet sie thronend im Felsen allein. Niemals vergehend, auf ewig bestehend, bewacht von dem Herren, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ihr plant, in diesem Land zu bleiben, werdet ihr sie über kurz oder lang mit eigenen Augen sehen. Alles klar, vielen Dank. Wer ist dieser Auftraggeber? Ihr seid neugierig. Das mag ich. Na schön, ich arbeite für den Heiligen Orden. Der Heilige Orden? Ihr meint die Leibgarde der Götter? Ja, aber wie ihr vielleicht wisst, ist das hier das Reich von Malphas, dem Götterwächter. Und der Orden regiert es sozusagen für ihn. Der Orden ist die einzige Gesetzesinstanz und das spirituelle Zentrum. Aber glaubt mir, ihr werdet schon noch früh genug in Kontakt mit ihm kommen. Okay. Na schön, ich helfe euch. Je schneller ich dieses Fieber los bin, desto besser. Wunderbar. Ein paar Dinge muss ich euch aber noch erklären, bevor wir loslegen. Also, wo fange ich an?
Dass vor 2,5 Jahren auf der Welt das Chaos ausgebrochen ist, wisst ihr ja sicherlich bereits. Und obwohl auf Enderal, anders als auf den anderen Kontinenten, kein direkter Krieg herrscht, passieren trotzdem eine Menge seltsamer Dinge. Zum Beispiel... Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Ich meine, dieses Chaos könnte mit den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen zusammenhängen. Auf Nerim erzählt sich jeder davon. Der rote Wahnsinn? Ja, die Gerüchte. Ich habe sie auch gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie wahr sind und dass hier ein Zusammenhang besteht. Dann meint ihr tatsächlich, dass jemand die Lichtgeborenen getötet hat? Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Meiner Meinung nach waren die Lichtgeborenen ohnehin nie mehr als Scheingötter. Wie denkt das endralesische Volk darüber? Das überlässt das Denken generell dem Orden. Und der dementiert die Gerüchte natürlich. Allein darüber zu sprechen steht unter Strafe. Aber vielleicht ist das auch vorerst besser. Eine spirituelle Krise ist das Letzte, was dieses Land jetzt noch braucht. Ich dachte immer, die Endraleer sind das frommste Volk der zivilisierten Welt. Bitte, nehmt mich nicht als Beispiel. Ich habe gesehen, dass ein langes Leben nur eines der Dinge ist, die durch mächtige Magie erreicht werden können. Und allzu neu ist die These nun auch nicht. Wer halbwegs herumgekommen ist, kommt eigentlich gar nicht daran vorbei. Und ganz im Ernst, wären die Lichtgeborenen tatsächlich so allgegenwärtig und allmächtig, wie sie behaupten, hätten sie dann nicht auch die Macht, mich hier und jetzt mit einem Blitz zu zerschmettern? Die Lichtgeborenen waren bessere Könige, nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eure Gefühle verletzt. Fernab davon, keine Bange. Moment, ich warte noch auf den Blitz. Wie geil. Sagen wir einfach, ihr habt eure Meinung und ich habe meine. Nee, komm, ich troll den mal so ein bisschen. Moment, ich warte noch auf den Blitz. Ihr gefällt mir. Siehst du, aber wir schweifen cool vom Thema ab. Stimmt, ihr hattet das vom roten Wahnsinn erzählt. Ja, es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. In Ark gab es beispielsweise erst kürzlich einen Fall, bei dem ein Schmied seine gesamte Familie erschlagen hat. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, dass er dabei wirres Zeug wie »fürchtet das Licht« geschrien hat. Oder eine junge Frau erhabenen Pfades, die das Anwesen ihrer Familie in Brand gesteckt hat und dabei selbst ums Leben gekommen ist. So etwas kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber es sind mittlerweile mehr als 2 Dutzend derartiger Vorfälle. Im Volksmund spricht man mittlerweile von dem roten Wahnsinn, weil die Augen der Befallenen kurz vor und nach ihrer Wahnsinnstat rötlich glühen. Andere nennen es die Besessenheit. Tja, und vor 3 Tagen ist es wieder geschehen. Nur dass es diesmal ein Magister des Heiligen Ordens war. Ein Magister? Ein Lehrer an der Klosterschule des Ordens, der Scuola. Jero war sein Name. Ein Mann mit gut 60 Wintern auf dem Buckel. Was hat er getan? Er nahm sich und 15 jungen Novizen das Leben. Laut dem einzigen Überlebenden betrat er wie gewohnt den Lehrsaal, um seine Vorlesung über die Alchemie zu halten. Dann hielt er eine sehr wirre Rede, in der er erklärte, dass die Menschheit verdorben sei, leer. Kurz darauf folgten die glühenden Augen, er verriegelte die Tür und... Nun ja, riss sich selbst mit einer magischen Explosion in zwei. Krass. Ihr könnt euch denken, welche Wogen das in Schwung gebracht hat. Und was ist nun eure Rolle in all dem? Ihr sagtet, ihr arbeitet für den Orden, aber ich vermute, ihr seid kein Mensch? Ich habe es nicht so mit Gelübden und Askese. Also nein, ich bin kein Hüter. Mich hat man gerufen, weil ich helfen soll zu verstehen. Wisst ihr, meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen, dergleichen. Der Orden will wissen, wie es möglich ist, dass ein hochintelligenter, selbstreflektierter Mann wie Jero dem Wahnsinn verfallen konnte. Und dementsprechend, nach welchem Muster der rote Wahnsinn überhaupt seine Opfer befällt. Wenn es denn ein Muster gibt. In anderen Worten, ihr sucht nach seinen Beweggründen. Wie könnte ich da helfen? Ich weiß überhaupt nichts über diesen Mann. Ja, aber das ist unwichtig. Jero stammte nämlich aus Flussheim, einem kleinen Dorf unweit von hier. Nach dem Tod seiner Frau besuchte er diese Gegend sehr oft.
Und ich hoffe, hier ein paar Splitter seiner Vergangenheit zu finden. Ich habe schon einen Großteil der Umgebung abgesucht, aber ein zweites Paar Augen würde bei der Suche sicher sehr helfen. Was meint ihr? Klingt zumindest nach einem Plan. Wo soll ich anfangen? Also, zum einen solltet ihr nach Flussheim reisen. Jero hatte dort einen Jugendfreund namens Alfred. Sprecht mit ihm und seht, ob ihr etwas in Erfahrung bringen könnt. Und zweitens hat mir ein Bursche aus dem Dorf erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er kurz vor der Tat etwas an einer Klippe im Osten ins Wasser geworfen hat. Geht dorthin und seht, ob ihr es finden könnt. Ich selbst werde mir das Haus, in dem er aufwuchs, ansehen. Hier habt ihr eine Karte der Region. Das hier ist Jeros Haus. Trefft mich einfach dort, wenn ihr fertig seid. Ach, und auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen, auf eine gute Zusammenarbeit. Alles klar. Ist ein Questziel mit einem Sternchen markiert, so ist dieser ein Indikator für dessen Schwierigkeit. Und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diese Mission beschreiten solltet. Sehr leicht, leicht, mittel, schwer. Alles klar. Das ist eine leichte Mission, das ist schön. Und ich würde sagen, wir beenden auch den Part. Danke, dass ihr dabei wart. Seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Lasst eine Bewertung da, bla bla bla. Bis dahin, bleibt du lustig. Ciao.